Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, ein paar Taler können wir hier noch kurz einsammeln. Und zwar haben wir hier auch noch eine Aufgabe. Da will ich mal reingucken. Sammle, okay. Wir brauchen auf jeden Fall megamäßig viel. Von daher müssen wir hier erstmal ein bisschen was einsammeln. Das werden wir auf jeden Fall erstmal tun. Und dann gucken wir auf jeden Fall, was so geht. Können jetzt nochmal reingucken, wie viel haben wir jetzt gesammelt. Ah, okay. Da ist auf jeden Fall noch richtig was zu tun. Gut, okay. Können wir mit leben? Kommen wir auf alle Fälle mit klar. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal hier ein bisschen Kohle einsammeln. Gucken erstmal, was wir hier insgesamt dann am Start haben, können hier natürlich noch mal ein bisschen Nahrung produzieren. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig. Ich werde jetzt hier die kleinen Gebäude nicht absammeln, finde ich ein bisschen Quatsch. Da kommt auf jeden Fall zu wenig rüber. Von daher werden wir uns die Zeit auf alle Fälle sparen und gehen dann erstmal gleich in den Kampf. Gucken natürlich, was wir machen können. Das ist natürlich wichtig. Ja, so, dann haben wir das erledigt. Können jetzt erstmal sagen, jo, wir können hier gucken, was geht hier. Nö, das machen wir später. Wir gehen erstmal in den Kampf, checken hier auf jeden Fall unseren Gegner. Was brauchen wir hier? Was bräuchten wir hier? Hier brauchen wir Amphibienfleisch und noch ein Amphibien. Noch ein Amphibien haben wir. Ne, könnten wir ein paar Dino-Dollar investieren. Gut, okay. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Dann würde ich sagen, wen können wir mit in den Kampf nehmen? Auf jeden Fall wäre es sinnvoll. Mit, boah, den können wir mitnehmen, den und den. Ich würde sagen, die drei nehmen wir mit. Gucken einfach mal, was so geht oder probieren mit den dreien. Also wir haben mehrere Optionen. Würde ich sagen, checken wir einfach mal ab, was hier so geht, ob wir hier eine Chance haben oder nicht. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Wir probieren es mit den dreien und lassen uns einfach mal überraschen. So, ich bin gespannt, was kriegen wir hier für einen Gegner. Ich hoffe natürlich, dass am Anfang eventuell kein Fleischfresser ist. Das wäre natürlich wieder mega mies, haben wir Glück gehabt. So, haben wir eigentlich ja nicht so schlechte Karten, trotzdem ich sagen muss, der Gegner ist natürlich wieder mega mäßig hart, von daher müssen wir mal gucken, was wir hier am besten machen. So, wir wechseln erstmal unseren Dino und gucken, was macht der Gegner, greift er an, ich hoffe natürlich nicht, werden wir uns überraschen lassen, okay, einen Schlag hat er noch. So, alles klar. Nehmen wir erstmal zwei mit, würde ich sagen. Müssen jetzt gucken, was der Gegner macht. Wenn der angreift mit zwei Schlägen, sind wir auf alle Fälle am Arsch. Ah, bitter. Gut, okay, dann haben wir es eigentlich schon verkackt, muss ich sagen. Ich meine, was wollen wir hier noch reißen? Blocken wir zwei, nehmen zwei mit in die nächste Runde. So, mit drei greift er an. Gut, okay. Zieht uns natürlich erstmal ein bisschen was ab. Aber jetzt können wir angreifen. So, und dann nehmen wir zwei mit in die nächste Runde. Müssen jetzt gucken, was macht der Gegner. Da bin ich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass er eventuell mit drei Schlägen angreifen wird. So macht er doch, alles klar, wissen wir Bescheid. Jetzt sind wir natürlich am Drücker. So machen wir es. Fünfe greifen wir an, ihn blocken wir. Ich glaube, das wird jetzt nicht reichen. Jetzt werden wir auf jeden Fall auf die Mütze kriegen. Jo, so ist es. Wir hätten auf jeden Fall einen Schlag weniger raufhauen sollen. Dann hätten wir es überlebt. Aber gut, okay. Dumm gelaufen war auf jeden Fall kein guter Kampf von uns. Von daher haben wir auf jeden Fall Pech. Das passiert eben auch mal, dass man hier verliert. Von daher drauf geschissen. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal in den Kampf. Aber checken jetzt natürlich mal einen anderen. Gucken, ob wir hier eventuell in der nordamerikanischen... Ja, da checken wir einfach mal die Lage. Okay, okay, okay. Was nehmen wir da mit? Nehmen wir den mit und nehmen. Boah, das ist natürlich schwer wie die Sau. Von daher würde ich fast sagen, nehmen wir den als zweites mit und als letzte den. Probieren wir mit den dreien erstmal aus. Aber nee, wir machen das mal andersrum.
Wir nehmen den mit und nehmen zum Schluss den mit und haben damit, denke ich mal, ganz gute Karten. Müssen wir mal gucken, was so geht, ob wir hier eine Chance haben oder nicht. Bin ich auf alle Fälle gespannt. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so läuft wie im letzten Kampf. Das war natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Da haben wir uns auf jeden Fall nicht gut verkauft. Von daher müssen wir hier erstmal gucken, was so geht. Ich bin gespannt. Zwei Schläge haben wir erstmal gefressen. Das heißt für uns natürlich, dass wir jetzt zwei austeilen müssten. Zwei Dreier hauen wir ruf. Dann haben wir den auf jeden Fall erstmal gekillt. Das ist erstmal gut für uns. Was macht der Gegner jetzt? Wie viele Schläge haut er ruf? So, erstmal kein Schlag. Das ist erstmal gut für uns. So wechseln wir nämlich erstmal unseren Dino und nehmen dann zwei Schläge mit in die nächste Runde. Er blockt ihn, alles klar. Wissen wir Bescheid. Was macht der Gegner jetzt? Vier Schläge hat er insgesamt. Jeder mit alle vier ruft, das ist natürlich für uns wieder mal das Optimale. Besser hätte es nicht laufen können. War auf jeden Fall das Optimale. Wie gesagt, wir können jetzt ganz entspannt mit einem Schlag ruf gehen. Dann würde ich sagen, blocken wir ihn und nehmen Viere mit in die nächste Runde. Hauen den natürlich erstmal weg und haben jetzt auf jeden Fall megamäßig gute Karten, um ihren Sieg zu holen. Ich meine, was will der Gegner jetzt noch machen? Vier Schläge hat er, klar, investieren könnte er sie. Macht er aber nicht. Gut, okay, da würde ich sagen, wenn wir alle acht draufhauen und holen uns damit auf jeden Fall den nächsten Sieg. So muss es sein, so muss es laufen. Viere blockt er, das bringt ihm aber nicht so wirklich Punkte. Von daher haben wir den Sieg auf jeden Fall verdient. Richtig geile Sache, richtig fette Ding. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal abchecken, was im dritten Kampf auf uns wartet. Das ist natürlich die Frage. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Gucken wir uns gleich mal an, was geht hier. Wer wartet hier auf uns? Oh, drei Fleischfresser. Okay, der Gorgosaurus. Alles klar. Auf jeden Fall drei richtig derbe. Da bräuchten wir auf jeden Fall unseren Amphibien, den Fleisch und dann hier eventuell noch ein Amphibien, um hier eine Chance zu haben. Von daher müssen wir da noch ein bisschen warten, bis unsere Dinos sich wieder regeneriert haben. Hier können wir leider ohne den Kampf gehen. Hier habe ich alle genutzt, bin mit allen in den Kampf gegangen. Aus dem Grund bin ich auch eigentlich wieder nur so weit hier in der Liga hochgerutscht, beziehungsweise im Turnier. So, gut, dann haben wir das erledigt. Was können wir noch machen? Ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf unsere Dinos, checken aber erstmal unsere Gratis-Wundertüte. Okay, ein paar DNS waren auch dabei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier für ein Paket? Ein DNS-Paket. Da könnten wir uns holen für insgesamt 49,99. Das ist mir ein bisschen zu hart. Dann haben wir hier in der Arena natürlich noch ein extrem seltenes Paket. Das wisst ihr ja selbst. Haben wir uns ja gerade den Kampf angeguckt, beziehungsweise den Gegner. Verfügbar 121 Verzierungen. Alles klar, da würde ich sagen, wir haben gleich nochmal eine platzieren. Was nehmen wir dafür? Eine? Hauen wir die hier einfach hin, klatschen die da hin, da schick, da ist gut. Dann können wir auch gleich mal die Dino-Dollar einsammeln. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal weiter los, werden hier erstmal den Dino ausbrüten. Und zwar haben wir hier einen Tyrannosaurus jetzt am Start. Richtig geile Sache, richtig fette Ding. Platzieren wir erstmal. Haben den eben auf 20, eben mal auf Stufe Nummer 10 gleich. Von daher kommen wir da auf jeden Fall langsam, aber sicher wieder mal voran. Wenn wir den auf 30 haben, ist es natürlich schon wie ein Mega-Dino, den man im Kampf auf alle Fälle sehr, sehr gut mit einsetzen kann. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir werden auf alle Fälle erstmal gucken, wen wir hier eventuell noch ausbrüten können. Da werden wir gleich mal gucken, hier die Lage checken. Ich würde sagen, dann nehmen wir auf alle Fälle erstmal, boah, wen nehmen wir? Den nehmen wir den, brüten den aus, dann klatschen wir hier gleich nochmal ein paar extrem seltene Rindes. Fakt, der Parasaurolophus und dann kommt auf jeden Fall auch noch der Rajasaurus Rind. Und dann habe ich natürlich noch einen Meeressaurier, den wir ohne ausbrüten können. Das werden wir auf jeden Fall auch gleich noch in Angriff nehmen. Und zwar haben wir da, seht ihr selbst, den Zephoderma. Okay, den werden wir auch erstmal ausbrüten. Dann haben wir hier vier Dinos drin, so wie es sein soll. Dann haben wir hier natürlich noch eine Kreuzung, hatten letztens natürlich schon eine neue Kreuzung hier am Start. Ich weiß jetzt ja nicht, wo sie ist. Ich glaube aber hier irgendwo. Hier ist sie. Der Giga... Gehen wir einfach mal ruf. Hier seht ihr ihn optisch. Der Giganocephalus. Optisch richtig geile 4 auf Stufe 10 habe ich den jetzt. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den habe. Ich finde, der sieht richtig, richtig Hammer aus. Und im Kampf können wir den dann später auf jeden Fall ohne nutzen. Von daher läuft es, von daher passt es. So, checken wir hier erstmal die Lage. Drehen hier einfach mal am Rad. Was geht hier? Oh, bitter, bitter, bitter. Sollte auf alle Fälle nicht sein. Checken wir auf jeden Fall, ob wir jetzt irgendwie auf 3 kriegen. Und. Yo, 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 yo. Die nächste Kreuzung ist am Start. Richtig geile Sache. Richtig fette Ding. Sammeln wir ihn erstmal ein. Da haben wir ihn.
Optisch natürlich ein cooles Vieh. Was sagt ihr? Den Tropeogopterus, den haben wir natürlich schon am Start. Und zwar auf Stufe Nummer 10. Das heißt für uns natürlich, yo, den können wir jetzt natürlich erstmal pimpen und könnten den nur gleich nochmal evolutionieren. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Knallen den hoch bis auf Stufe Nummer 11. Das werden wir gleich mal tun. Werden hier erstmal die Lage checken. Gucken, ob wir schnellstmöglich hier abgeschlossen bekommen. Weil die Wall, den hätte ich natürlich schon gerne schnellstmöglich wieder in meinen Reihen, um mit denen den Bambule zu machen. Außerdem will ich wissen, wie stark der auf Stufe Nummer 20 ist. Von daher checken wir hier einfach mal die Lage. Und da seht ihr, yo, das hat ihr für uns richtig noble Sache. Richtig fette Ding. So, dann haben wir ihn auf Stufe Nummer 11. Können den jetzt natürlich erstmal weiter pimpen. Ihr seht natürlich, was er jetzt schon für Power hat. Aber wenn wir den natürlich weiter füttern, dann seht ihr natürlich, wie er abgeht, wie gut er wirklich ist. Also ich finde, vom Angriff her ist das natürlich schon eine noble Sache. Ich finde ihn auf jeden Fall gut. Auf Stufe Nummer 20 ist er schon okay. Mit dem können wir auf jeden Fall ein bisschen was anfangen. Also hätten wir auf jeden Fall nichts Besseres machen können, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann gucken wir auf jeden Fall noch, wen können wir hier noch ausbrüten. Das ist natürlich die Frage, beziehungsweise evolutionieren. Ich will da natürlich einen haben, der eventuell ein bisschen brauchbar ist. Der Carnotaurus. Ich würde sagen, jo, das machen wir. Klatschen den jetzt erstmal hier drin und werden den erstmal entwickeln. Eine halbe Stunde dauert der Spaß. Gut, okay, dann sind wir damit erstmal durch oder wollen wir hier gleich nochmal die Lage checken? Jo, machen wir gleich, dann können wir den gleich nochmal reinhauen. So, und läuft das oder läuft das nicht? Jo, das läuft, geile Sache, fette Ding. Dann haben wir das auch erledigt und können jetzt ganz entspannt erstmal nochmal den hier ein bisschen weiter pimpen. So, haben den jetzt auf 20, können den nochmal für eine Stunde hier evolutionieren. Das werden wir natürlich auch gleich mal tun. Zack, zack, zack. Und wird's was? Jo, das wird Oberhand. Gleich beim zweiten Mal. Richtig geile Sache. Dann haben wir den gleich nochmal am Start hier. Und zwar den Carnotaurus auf Stufe Nummer 21. Können den jetzt natürlich nochmal weiter pimpen und evolutionieren den gleich mal auf Stufe Nummer 31. Haben dann natürlich einen Carnotaurus vom Allerfeinsten hier am Start. Besser jetzt nicht laufen können. 2 Stunden dauert's. Da werden wir jetzt aber erstmal warten. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute auch erstmal wieder so weit durch. Haben eigentlich alle erledigt, was wir erledigen konnten. Von daher hoffe ich auf alle Fälle, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Schaltet einfach wieder ein, wenn ihr Bock drauf habt. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.